Leute, 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 herzlich willkommen zu einer kleinen Runde Overwatch. Ich habe mich jetzt ganz random entschieden, jetzt einfach eine Runde Overwatch aufzunehmen. Und dann nehme ich euch mal heute mit auf eine Runde Overwatch. Ich weiß nicht, wer gleich noch so dazu stoßen wird, sonst machen wir einfach ein bisschen alleine, ein bisschen Gameplay. Hab so ein bisschen rumgefragt, aber mal gucken. Wie dem auch sei, wir fangen heute mal erstmal ein bisschen an mit so ein bisschen Training. Erstens, weil ich halt... Gott. Zum Grund nennen wollte, warum ich jetzt überhaupt ein Overwatch-Video mache. Und auch, weil ich halt immer, wenn ich so Overwatch gerade anfange zu spielen, mich eigentlich ein bisschen einspiele. Ich bin momentan ziemlich viel Widowmaker. Ups. Und da, ja, ne? Macht halt Bock. Aber da ist richtiges Einspielen eigentlich ziemlich wichtig, wie ich finde. Um sich halt mal wieder irgendwie gerade in das Spiel reinzufinden. Obwohl ich heute schon gespielt habe. Trotzdem bietet sich halt gerade an und außerdem ist eh keiner da, also. So. Ja, es wurde ja schon in den Kommentaren gutes Gameplay mal wieder. Aber es ist länger her, dass ich halt wirklich was gespielt habe beim Aufnehmen. Es hatten ja ein paar Leute in den Kommentaren sich gewünscht, dass ich Overwatch Gameplay mache. Aber irgendwie bin ich dann doch noch nicht so dazu gekommen, habe weiter Zelda-Videos gemacht, wozu bald auch wieder bald ein neues Video kommen wird. Zu Breath of the Wild. BZW zum Semi-Emulator. Es gab da ja eine neue Version. Der Schuss war nice. Eine neue Version für die Patreon-Supporter. Ist aber auch schon ein wenig länger her jetzt. Die 175. Und die habe ich ergattert. Patreon-mäßig. Hustus. Jedenfalls werde ich dazu noch ein kleines Video machen. Da wurden einige Sachen geändert. Einiges ziemlich Interessantes. Also jedenfalls für die Leute interessant, die Zelda spielen wollten. Da wurden einige Bugs gefixt. Das Spiel wurde spielbarer gemacht. Und ja, das werde ich euch dann im Endeffekt da auch kurz vorstellen, denke ich mal. Hallo Roboter, tschüss Roboter. Ja, ich würde sagen, wir springen gleich einfach in ein Normal Game. So Leute, wir haben jetzt ein Normal Game gefunden. Hollywood Defend, was spielen wir denn da mal? Ich nehme mal Junkrat, weil... Bock. Yes. Oh, Tank Heroes, das ist schon mal gut. Okay. Entschuldigung, Product Placement Afrikola. Übrigens, falls ihr mehr Gameplay sehen wollt wieder auf meinem Kanal, dann könnte ich das natürlich... könnt ihr das natürlich in die Kommentare schreiben, da würde ich mich natürlich freuen. Ja, sonst würde es auf diesem Kanal halt, wie eigentlich auch geplant, mit Tutorials oder Infovideos weitergehen. Ich hatte ja mal in Planung gehabt, was ich nicht wirklich geschrieben hatte, oder irgendwo mal erwähnt hatte, dass ich diesen Kanal hier als sozusagen Tutorial- und Infokanal lasse und dann im Endeffekt einen Extra-Kanal aufmache für, ja, Gameplay. Also, damit ich halt genau sagen kann, ja, die Leute interessiert das, andere interessiert das wieder das, und dann kann ich das halt unterteilen. Make love, not war. Das ist die Core-Message. Und flamet mich auch bitte für mein atemberaubendes Gameplay wahrscheinlich gleich. Ich bin Gold League in diesem Spiel. Ja, ich bin gut. Lasst mich. Ich habe auch Gefühl. Okay, dann schon wieder eine Diva am Start. Das und die geht da hoch. Da habe ich Bock. Ups, da habe ich nachgeladen, aber... Oh, fick doch alles. Da ist einfach nur ein Widowmaker in meinem Gesicht. Da habe ich nicht so Bock. Schade, ich dachte, die könnte ich treffen oder so. Ups. Ich weiß gar nicht, ob ich so gut viel Commentary machen kann jetzt bei dem Spiel. Lol. Das soll die. Wenn jetzt deswegen gestorben wäre, das wäre lustig gewesen. Hätte ich wenigstens noch die Maus sein. Ich glaube, das hier wird auch mehr in einem Zusammenschnitt als ein tatsächliches komplettes Gameplay. Weil Shadowplay-Dateien sind doch ziemlich groß. Also qualitativ ziemlich gut. Bis auf den Ton irgendwie gerade, also bis auf den Mikrofonton irgendwie gerade, der ist gerade irgendwie weird. Ich weiß auch nicht, wieso. Der Junkrat war gut. Ne, Jokes aside, aber. Ziemlich gut. Widow böse. Kannst du mal aufhören, mich in deinen Sides zu haben? Das hätte ich nicht so gerne eigentlich. Boah, nicht, dass mich eine Widow tötet mit dem
Danke. Ey, das ist ja peinlich gewesen. Hat mich eine Widow mit ihrem Gewehr getötet. Also, Spraydown getötet. Gehen die schon hier... Die gehen ja gar nicht zum Punkt, oder kommen die gar nicht erst zum Punkt? Die kommen nicht wirklich zum Punkt. Wow. Lol. Okay. Okay. Nehme ich gerne. Hallo Leute. Was geht denn auf einmal ab? Was geht denn auf einmal? Bullshit ist auch auf einmal am Start. Oh, das ist 1 gegen 1, das ist 1 gegen 1. Oh, win. Easy. Easy, guys. Easy, easy, easy. Jungs. Jungs, es geht ab. Ich bin on fire. Ich weiß auch nicht, was ich mache. Aber ich gehe ab. Oh, hallo Anna. Tschüss, Anna. Moment mal. Ich bin mal so böse. Hallo, Junkrat. Junkie Boy. Tschüss. Es sieht ziemlich danach aus, als würden wir diese Runde gewinnen. Farah, was machst du da unten? Fick dich, Farah, fick dich. MLG? Bouncy, bouncy, bouncy Widow. GG. Ah, wenn man sagt, das war gut. Ich bin ja für den hier. Schon ziemlich gut. Das Self-Vote. Komm schon. Leute, komm schon. Killstreak, best. Komm schon. Ach, ihr seid Rolle. Kann ich noch ein... Yes! Jungs, wir können noch einen Live-Case-Unboxing machen. Ist das was? Ist das was? Ist das was? Zweimal blau. Wow. Würde ich aber... Ey, Geld. Cool. Ist diese kleine Runde Overwatch gefallen? Wenn ja, dann lasst doch gerne eine positive Bewertung da. Würde mir auf jeden Fall helfen. Nicht, aber würde mich freuen. Ansonsten natürlich konstruktive Kritik und weitere Videowünsche, Anregungen, was auch immer euch gerade in den Kopf fällt. Könnt auch gerne einfach nur Hallo schreiben in die Kommentare. Und dann bis zum nächsten Mal und tschüss.